Ein sonniges und herzlich willkommen bei einer weiteren und neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey. Da ist doch schon wieder ein Söldner, ein kleiner Söldner Kopfgeldjäger. Wollen wir den klatschen? Ich wollte meine doch, denn da habe ich jetzt mal richtig Bock. Bock, Bock, Bock. Und erstmal hier auch persönlich hallo, nicht nur sprachlich, voice-mäßig, sondern auch so. Und da, komm. Oh, Zinga, 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 oh, mach das so, Machst du Brenny, Brenny, ja? Brenny, Brenny, aua. Das Hühnchen, es greift an. Wo ist er? Da ist er. Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Hier, Cutter. Cutter. Ach, wirklich jetzt. Das ist doch mal. Diese Katze. Hier. Weg. Du. Da ist da noch einer. Die Klappe. Guck mal, wie da steht die Schnitze hier. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Mir egal, ob du... Aua, aua, aua. Jetzt wird's knapp. Oh, hallo, aufhören, aufhören, danke. Ist, dann können wir die gerade weitermachen. Mussten noch ein bisschen Leben regenerieren. Stimmt gleich der Gesuchte. Ich bin der, dessen Name nicht genannt werden darf. Geht doch! Mensch! Tod bestätigen, ja, sehr gerne.
haben wir das. So, wir haben da drüben noch eine Quest, die wir noch hier auf dieser kleinen, schicken Insel annehmen können, bevor wir endgültig mal Richtung Barnabas gehen, beziehungsweise um ihm mit seiner Lada zu helfen, wo sie sich befindet, aber erstmal kleine Nebenquest. Was macht ein Mädchen in einer Tongrube? Söldner! Hallo Söldner, ich bereite hier nur etwas für meine Freunde vor. Ich war schon den ganzen Tag hier, aber ich brauche noch mehr Ton. Ich brauche nämlich genug für alle. Was du für deine Freunde machst, ist sehr nett. Sie werden sich sicher sehr freuen. Wirklich? Meinst du? Weil eigentlich wollte ich ihnen etwas anderes geben. Du bist sehr großzügig. Was willst du ihnen denn geben? Ich schenke ihnen schicke Schmutzstücke. Du meinst Schmuckstücke? Hab ich doch gesagt. Ehrlich gesagt, siehst du nicht aus, als könntest du dir das leisten. Ich weiß. Deshalb wollte ich glänzende Steine aus den verlassenen Minen holen und ein paar Perlen aus der Lagune. Aber ich brauche schon den ganzen Tag für den Ton und die verlassenen Minen sind ziemlich gruselig. Kannst du mir helfen, Geschenke für meine Freunde zu machen? Sie würden sich freuen und dann freue ich mich. Bitte, ich mach dir auch Schmutzstücke, wenn du mir hilfst. Schmutzstücke, wie süß. Für die Erfahrung machen wir es natürlich. Gerne doch, junge Dame. Ich besorge dir die schönsten Perlen und glänzende Steine. Und gegen ein paar Schmutzstücke hätte ich auch nichts. Ja, danke. Du bist sehr nett für eine so große, unheimliche Person. Wo sind diese verlassenen Minen mit den glänzenden Steinen? Die Mine ist auf der Wiese, westlich vom Tempel. Ich sehe, was ich finden kann. Die Perlen, von denen du sprachst, wo kann ich sie finden? Nördlich der Tongruben, in der Lagune. Die liegen einfach so im Wasser rum, aber da sind auch ein paar große Haie. Sei bloß vorsichtig. Also gut, mehr muss ich nicht wissen. Wir sehen uns später. Ich müsste hier bald fertig sein. Triff mich an der Klippe über der Lagune, ja? Dann stelle ich dir meine Freunde vor. Danke, Söldner. Das muss die Lagune mit den Perlen sein. Lagune? Die Lagune ist doch schon da drin. Ei, gut, sie fangt so, was zum Garten. Halt's Maul. Das ist die Lagune, von der das Mädchen sprach. Ach ja, was würde ich dafür geben, jetzt in so kaltes Wasser zu springen? Bei den Temperaturen ist es ja hier, wäre es Gold wert. Ach, wirklich jetzt. Lol, ist das tief. Was ist denn so tief? Geh weg, du Scheißhai! Ah, kämpfen wir gar nicht! Oh, du Scheiß, hey, jetzt komm doch mal, hallo. Hallo, hallo, hi, 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 hallo, hi.
Der macht mich kaputt. Der macht mich kaputt. Warum macht er mich kaputt? Geh weg. Ich will nur die Pferde haben. Das ist ein Scheiß unter. Geht doch. Perlen für die Säue. Wie willst du denn hier was erkennen? Noch eine Perle. Perle, 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 Perle. Perle. Das sind genug Perlen. Wir haben die Perle gefunden. Perlen, Perlen. Oh, sollte uns beeilen, sonst ersticken wir hier noch hier. Und zwar macht's gluck, gluck, gluck und wir sind untergegangen. Vorbot! Ferdi, da bist du. Ja! Genug und los! Ah, die Minen. Dort gibt es die glänzenden Steine. Glänzenstein, das hätte wir gar nicht rufen brauchen. Egal. Ach, da ist doch schon wieder einer. Mann. Aber diesmal, wie mache ich nichts Kampfi mit diesem komischen Typ? Nix Kampfes. Die verlassenen Minen mit den glänzenden Steinen. Boah, das ist ein Saldo. Die Brocken vom Eisen. Das ist dunkel. Das ist ganz schön dunkel. Lange! So, wo sind jetzt hier die Schmutzstücke? Da sind Schmutzstücke. Schmutzig Stück. So, was müssen wir denn hier? Nee. Ach da. Glänzender Stein. Die müssen aber viele Glänzigsteine sein. Wo ist wieder lang? Die macht auch eine Stimme, die Alte. Ich habe Perlen und glänzende Steine. Jetzt zurück zu dem kleinen Mädchen. Ja, jetzt aber los. Jetzt aber nichts. Wie weg. Jetzt komm, Alexandro, stell dich nicht so an hier. Du so als Spartaner. Spartaner. Auf. Oh. Die Blusek, du Kopf der Jäger.
So, Mädchen, was kannst du uns denn schönes Schicks machen jetzt hier? Das Mädchen und ihre Freunde. Sie ist früher gekommen, als ich gedacht hätte. Du, Matteo, steck das nicht... Söldner, du kommst gerade recht. Meine Freunde sind endlich da. Ich sehe hier niemanden außer uns. Was? Dummer Söldner, siehst du sie nicht? Sie sind gleich da drüben. Der auf der linken Seite ist Theo und die auf der rechten Seite ist Erla. Die sehen nett aus, aber ich glaube kaum, dass sie wirklich als Freunde zählen. Wie meinst du das? Das sind meine Freunde. Ich habe sie gemacht. Ich weiß, dass du sie gemacht hast, aber... Martha meinte, ich soll mir Freunde machen und das habe ich. Aber so macht man sich keine Freunde. Sag deiner Martha... Ich kann nicht. Sie ist tot, Söldner. Martha ist tot. Sie ging zu den Piraten und hat versprochen, so viele Drachmen mitzubringen, dass wir darin schwimmen können. Aber eines Tages ist sie zurückgekommen, Söldner. Ihr weißer Lieblingschiton war ganz rot. Und sie sagte, ich soll für mich selbst sorgen und mir Freunde machen. Aber ich hatte doch noch nie Freunde. Ich wusste nicht, was sie meinte. Und dann habe ich ganz, ganz doll nachgedacht und mir Freunde aus Ton gemacht. Habe ich einen Fehler gemacht? Martha ist doch nicht böse auf mich, oder? Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Nein, Kleine, nein. Das war sehr gut. Deine Martha wäre stolz auf dich. Freunde gibt es in allen Formen und Größen. Ich habe einen Adler und er ist ein guter Freund von mir. Oh, wirklich? Das ist so toll. Bitteschön, Geschenke für deine Freunde, wie versprochen. Warum legst du sie ihnen nicht mal an? Es gefällt ihnen bestimmt. Danke, Söldner. Du bist der Beste. Das werde ich jetzt sofort machen. Es tut mir leid, Kleine. Ich konnte dir nicht das Herz brechen, auch wenn es gut für dich wäre. Jo, da haben wir schöne Schmuckstückle erhalten, gell? Schöne Schmuckstückle. So, wo müssen wir jetzt hin? Ihr wolltet nicht dahin, wir wollten zu unseren Quests. Wir wollten. Nee, das sollten wir nicht. Da wollten wir hin. Wein für die Schweine. So, hier muss es doch auch irgendwo. Ich sollte später mal nach ihr sehen. Ja, später. Irgendwann mal. Hatten wir nicht irgendwo noch ein Anlegesteak für. Ah, ganz da drüben. Uiuiuiui. Zum Schiffstock. Geh weg. Geh bloß weg. Ich habe jetzt keine Lust auf irgendeinen Kopfgeldjäger. Nein. Ah, da drüben ist jetzt endlich mal so ein Hajo. Mit dem wir theoretisch gesehen drüber quatschen könnten, wegen unserer Kopfgeldstufe. Guck mal doch mal. Und da töten wir ihn einfach? Ich weiß es dann nicht. Vorsicht. Niemand darf mich sehen. Oh. Ich wollte doch nicht kämpfen. Immer dieses verdattete Kämpfen hier. Das geht doch weg. Was wollt ihr denn immer? Dann töten wir ihn halt einfach, soll mir auch recht sein.
Heute sterbe ich nicht, ganz bestimmt nicht. Hier du Malakas, geh mal aus dem... Das war doch so klar. Stirb, stirb. Ich will aber nicht sterben. Da kam es auf die Fresse. Fletch! Ja, ihr wolltet es doch so. Ja. Dann machen wir es auch so. Oh! Hi, hi, hi. Hallo. Jetzt müssen wir doch gegen diesen Fajo da kämpfen, Alter. Oh, du bist schon mal Matsch. Da verpisst er sich. Da verpisst die Scheißratte sich einfach. Geh du mit dem scheiß Zahnstocher, geh weg. Nächster Futsch, mach den auch noch Futsch. Aua, aua, aua. Geh weg, ich will doch einfach mal nur vorankommen hier. Mach hier was und da was und dann hast du wieder irgendwas angestellt. Noch haben wir es jetzt? Da kommt noch Anna. Oh, Annabelle, Anna, Anno. Arno Dübel. Wo sind die? Kriegsverräter? Nein, geh bloß weg. Los, weggehen wir. Mach dich schick. Du Vollpfosten. Ach da, Schatz haben wir schon mal. Der spartanische Hüftriemen. Hört sich ja schick an. So, wir wollten eigentlich zum unserem Schiffsdock hier. Dass wir da endgültig mal in See stechen können. Mal wieder ein bisschen eine Seefahrt, die es lustig spielen. Ui, da sind sie ja, da sind sie ja. Hallo. Hi. Ah, aus dem Weg. Haben Sie den ganzen Tag Zeit. Ruder auf Position. Ich denke gerade, wir müssen ja auch noch ein paar Schiffe versenken für die eine Quest, die wir angenommen hatten, ne? Wenn es mich nicht so allzu sehr täuscht. Guck mal da, das sieht doch schick aus hier. Attacke! Wir sind Partner!
Ja, die Seefahrt ist dann doch nicht so schön, ne? Ui. Aus dem Weg! Rudertempo! Schnee ist kaputt, Mann, wir machen jetzt mal hier eine Seeschlacht! Noch ein Banditenschiff und zwei, was war es, Spartanische, ne? Direkt auf uns zu! Ins offene Gewässer! Die Höhe Banditenschiff! Segel setzen! Segel einholen! Bodenschützen! Bereit! Vorwärts! Ja, dann gehen wir mit die Spartaner. Das ist ein Spartaner. Ja. Dort habe ich meine Frau Wein mit einer schönen Hexe. Wir haben Höchstgeschwindigkeit. Okay, das war kein Spartaner-Schiff, das habe ich ja verstanden. Gut. Wir haben jetzt mal ein bisschen hier Seeschlachti-Schlachti gemacht. Ich brauche ja richtige Konzentration hier, ist Wahnsinn. Mach die Ruder bereit. Etwas langsamer jetzt. So. Ist das mit denen noch in einem Konflikt? Warum? Oh, wegen dem scheiß Schiff da. Mensch. Ja, dann machen wir das dann auch noch fertig. Schnell, so soll es ja nett sein. Doch in Ruhe, Mensch! Gut hier! Mei.
mir jetzt? Das finde ich echt knorke. So, auf geht's. Den Prolog hier, wie man es auch immer nennen mag, hier. Ne. Warum ist der Quest da hier? Den machen wir noch. Paros, Weingärten des Dionysos. Oh, das ist ein Stückchen Wein. Ich muss mit ihr sprechen. Da hatte ich jetzt auch nichts dagegen. So, finde die Hexe aus Barnabas Vision. Ich würde doch sagen, wir machen dies in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!